Na gut, begeben wir uns zum nächsten Ziel. Das ist nicht das letzte Mal, dass du es bei dieser Playlist mit Bikes zu tun hast. Aber erstmal geht es noch auf eine weitere holprige Fahrt auf 4 Rädern. Außerdem wird es eine Nachtfahrt, also halt die Augen offen. Gleich da. Kommentarspur an. Also, denk bitte daran, dass diese Audio-Tracks echte, spontane Reaktionen unseres Spezialisten sind. Direkt im Eifer des Gefechts aufgenommen, um dir ein authentisches Erlebnis zu vermitteln. Durchzustehen.
noch mehr Wasser und ich stecke bis zum Hals drin. Spiel's noch einmal, Sam. Bauten sehen stabil aus, aber ich muss aufpassen. Da könnten überall Risse oder Löcher sein und meine Aufmerksamkeit lässt nach. Bleib wach, Piers, alter Hauding. Noch ist es nicht überstanden. Verdammt, ich glaube, ich gehe im Kreis. Das war's. Der Hunger und die Erschöpfung fordern ihren Tribut. Ich halluziniere schon. Ich sehe Ziegen am Himmel. Große, majestätische Geschöpfe. Sie kämpfen wie Gladiatoren am Firmament. Es ist unbeschreiblich. Moment mal. Was für einem Land bin ich hier eigentlich? Ich verliere den Verstand. Das Logbuch, letzter Eintrag. Wenn jemand zuhört, das sind vermutlich meine letzten Worte. Ich bin dem Hungertod nah. Vielleicht trete ich bald meine letzte Reise an. Das ist okay. Ich hatte ein erfülltes Leben. Ein grandioses Abend. Oh, türkischer Honig. Ist ein riesiges Süßigkeitenversteck unter dem Beifahrersitz. Gut, ich bin wieder im Spiel und fühle mich lebendiger denn je. Bestimmt der Zuckerschock. Bringen wir das zu Ende. Jetzt muss mir nur noch ein Auto dafür einfallen. Ich hatte da echt schräge Visionen. Ziegen am Himmel. Ich Idiot. Eureka, der Jeep Gladiator. Das ist es. Es war die ganze Zeit da. Der Jeep ist der Krieger, die Wildnis die Arena. Also Leute, werdet ihr gut unterhalten. Thank you.
Das war interessant.
jetzt dem Ende der Playlist. Ich hoffe, dass es bisher Spaß gemacht hat. Ich hab dir doch gesagt, dass die Bikes zurückkommen. Und da wären wir. Es geht wieder aufs Motorrad. Wieder die KTM 450 ausgesucht. Er scheint diese Maschine wirklich zu mögen. Ob du nach dieser Erfahrung seiner Meinung bist? Logbuch, Eintrag Nummer 7. Was für eine Nacht. Das liebe ich so an diesen wilden Eskapaden. Man weiß nie, was passieren wird. Wie dem auch sei, jetzt kann es weitergehen. Derzeit fahre ich am Rand der Berge entlang und würde sagen, für diese Strecke braucht man ein Bike. Mal sehen, was passiert, wenn ich dem Bergkamm folge. Das hätten wir. Es wird ein Bike-Event. Ich sage, wir bleiben bei der KTM 450. Die österreichische Königin des Enduro-Reiches. Diesmal in der Original-Rennsport-Optik. Die kennen sich wirklich mit schroffem Gelände aus. Von hier aus kann man das Motorfestgelände sehen. Wahnsinn!
Ich musste gerade eine kurze Pinkelpause einlegen und dabei ist mir etwas Merkwürdiges aufgefallen. Die Strecke ist voller Bärenspuren. Und das hier in der angeblich bärenfreien Wildnis von Hawaii. Sehr mysteriös. Dafür habe ich keine Zeit. Ich muss ein Event zusammenstellen. Oh ja, dieser Abschnitt kommt auf jeden Fall ins Paket. Hoppla! Noch mehr Bärenspuren. Das gibt mir langsam zu denken, muss ich sagen. Dass es hier Bären gibt, ist theoretisch unmöglich, aber... keine Ahnung, vielleicht sind hier ja unbekannte Naturgewalten am Werk. Wie heißt es? Das Leben findet einen Weg. Okay, Pias, konzentrier dich. Da kommt eine Klippe. Oh, wow. Einen schönen Gruß von der Aufhängung. Sorgen. Piers, alter Junge, pass auf dich auf.